Schön. Das habe ich bei Resident Evil 1, glaube ich, nämlich verpasst, das einmal richtig laufen zu lassen. Ja, hier nix unauthorized. Da. Dieses Spiel enthält Szenen, in denen Gewalt deutlich dargestellt wird. Wir spielen Claire. Und dann Leon. Denn das ist das, woran ich mich am wenigsten erinnere. Ich bin mir nicht sicher, ob die Lautstärke vom Spiel im Verhältnis zu meiner Stimme passt, weil Windows hat schon wieder alles umgestellt, aber sagt einfach Bescheid. Okay, da kommt was. Resident Evil 2. Ah, ich freue mich. Das ist für mich ein Stream, auf den ich schon ganz lange gewartet habe. Für euch ist es vielleicht einfach nur das nächste alte Resident Evil, das man mag oder nicht. Aber für mich ist Resident Evil 2 einfach eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Vielleicht auch ein bisschen wegen der rosaroten Nostalgie-Kindheitsbrille, weil ich das gespielt habe, als ich es eigentlich noch nicht hätte spielen dürfen, aber entsprechend tolle Erinnerungen daran habe. An lange Nächte mit Übernachtungen bei einem Freund und immer wieder durchspielen. Oh, du freust dich auf jeden Stream von mir, das ist doch schön. Aber ja, also für mich eines meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt. Deswegen. Und ich habe es ewig nicht richtig gespielt, außer die ganzen Randomizer, die ich immer davon gemacht habe. Also es ist ewig her, dass ich das einfach mal wieder richtig ohne Randomizer ganz normal durchgespielt habe. Und vor allem das Claire-Szenario. Das Leon-Szenario habe ich ja auch oft genug im Speedrun von Florian gesehen, aber das Claire-Szenario ist noch länger her. Deswegen habe ich das gewählt, weil ich dann auch, weil es dann auch noch ein bisschen blind ist, weil ich mich da wirklich nicht mehr an alles erinnere. Ja, ich habe das Bier aufgemacht. Ich möchte noch kurz auf den guten Wolferpo anstoßen, der ja jetzt leider nicht mehr dabei sein kann, aber ja, Prost. Auf ihn. Und dann legen wir mal los. Ich nehme natürlich normal. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Es gibt hier halt die Tastenkonfiguration C. Der einzige Unterschied ist, dass man da automatisches Zielen hat, was es in Resident Evil 1 auch standardmäßig gab. Hier muss man das extra einstellen. Ich bin das total gewohnt. Das heißt, wenn ich das ausstelle, werde ich wahrscheinlich andauernd alles verkacken. Andererseits, wenn ich ausstelle, ist es vielleicht ein bisschen herausfordernd. Aber ich bin mir da gerade nicht so sicher. Das ist halt das, dass wenn du R drückst, dann automatisch der Zombie anvisiert ist oder der Gegner anvisiert wird, der in deiner Nähe steht. Und mit L kannst du zwischen den verschiedenen Gegnern hin und her schalten. Und das manuelle Zielen ist halt ein bisschen mehr, weil man nicht immer so ganz gut einschätzen kann bei den vorgerenderten Hintergründen, wohin man jetzt eigentlich zielt. Ich mache mal auf Auto. Ich glaube, das kann ich auch noch zwischendrin umstellen. Also wenn jetzt alle im Chat auf einmal sagen, nee, spiel das auf manuell, wir wollen dich leiden sehen, dann kann ich das auch noch umstellen. Dann fangen wir mal an. Das Intro, jetzt bin ich erstmal still. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. Der Soundtrack ist so gut. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-Virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. Dieses Dö-Dö-Dö ist so mehr das Main-Theme, das taucht immer wieder überall auf. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation of the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were finished. Okay, fast richtig. So, jetzt nochmal hallo, The Asobi, cool, dass du auch wieder da bist. Ich wollte nicht so viel über das Intro reden.
Das sieht heute natürlich ein bisschen bescheiden aus, aber damals war das so richtig der Hammer, dass man sowas ja, Kino-ähnliches in einem Videospiel hatte. I'm finally here. Da war es wieder. Dö, diesmal ein bisschen abgewandelt. That guy's a maniac. Why'd he bite me? Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Persona. Just don't come any closer. Are you listening? Oh, shit. Down. Wait, don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Ach du Scheiße. There! Okay. Ja, ich komme meinen Lieblingsteil im Dialog. Going on. I arrived in town and the whole place went Great. Insane. The radio's out. You're a cop. Nee. Was dumme Frage. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother Chris. My brother Chris. Uh-huh. Chris aus Teil 1. You open the glove box? Sure. There's a gun inside. There's a gun inside. Better take it with you. Ja, ne? Irgendwie hatte man es immer mit neuer, mit jeder Grafikgeneration wieder. Dieses Gefühl. You okay? Aber ich meine, von der Regie her finde ich die immer noch gut gemacht. Ist halt einfach nur nicht mehr aktuellste Grafik. Guten Abend. Ja, Resident Evil, mein Lieblings-Resident Evil. Ja, da ganz schön laut bei mir. Wie ist das bei euch mit der Stimme im Verhältnis? Einfach motzen, wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist. I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Passt. Okay, super. Was ich auch interessant finde, ist, wie das Spiel jetzt anfängt. In Teil 1 dauert es ja ein bisschen, bis du überhaupt einen Gegner triffst. Und hier im zweiten wird man jetzt einfach mal direkt in die Zombie-Horde geworfen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben da angefangen, hier rumzuschießen, aber du hast ja gar nicht viel Patronen. Da musst du eigentlich einfach weglaufen. So, das geht auch ganz gut. Sage ich jetzt und verkack's gleich. Nee. Oh, der ist ein bisschen doof. Komm mal her. Nee! Ah, scheiße! Da geht's schon los. Bin mal gespannt, ob ich die Armbrust bekomme. Da würde ich, glaube ich, auch ein paar Treffer für einstecken. Okay. Gunshop Kendo. In meinem im Remake erst viel später. Sieht. Freeze! Who are you? What are you doing here? Don't shoot! I'm a human!
Ooh. Sorry about that, babe. Wie soll man das denn eigentlich aussprechen? Mopsy oder MOP51? What's going on in this town? Hold on. Christian. I ain't got no Mopsy, clue, okay. Darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Finde ich auch ganz schön in diesem Spiel. Diese ganzen Zombie-Serien, die dann viel später alle mal so populär geworden sind, haben irgendwie andauernd nicht das Wort Zombie benutzt. Dann waren es Walker, Biter, was weiß ich, als ob das irgendwie, ich hab's nie verstanden, als ob es irgendwie ein Tabu wäre, das Wort Zombie zu benutzen. Und hier, Resident Evil, nee, fucking Zombies. Call it Zombie. So, wo ist das Menü? Da ist das Menü. Passt da mehr als 13 rein? Nein, ist bereits voll. Oh, nee, so. Oh, scheiße, die Patronen hätte ich später aufheben sollen. Ah, der ist wohl hin. Okay, klappt's. Go, 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 go. Go. Ja, nein. Doch kein Ja. Jetzt aber. Los. Shaun of the Dead hat, sag ich, das Z-Wort gemacht, enthalten. Ich weiß es gar nicht mehr, es ist ewig her, dass ich das gesehen habe. Film aber lustig. Gibt es hier nicht noch ein drittes Item? Ich habe doch hier öfters mal den Randomizer gespielt. Ich meine, dass ich immer drei Sachen aufgesammelt habe. Waffen-Etuis und ähnliches Zeug. Wobei die drei Sachen waren wahrscheinlich die Waffe von dem Typen und die zwei Patronen. Da nix wie weg. Ich huste heute Abend nicht zu viel. War noch Allergie. Wir haben auch gerade ein fieberndes Kind im Haus. Hoffen mal, dass der nicht zu viel zu oft ruft. Sondern gleich gut schläft. So, das sieht doch schon mal gut aus mit den Patronen. Ja, die muss ich jetzt natürlich hier abschießen. Da komme ich sonst nicht vorbei. Ich kenne nicht mehr, wie gut Claires Armbrust ist. Ich glaube, damit konnte man halt mehrere auf einmal abschießen. Oh shit. Bleibst du wohl am Boden? Die hätte ich jetzt also eigentlich gut einsetzen können. Scheiße. Okay. Wie geht's uns? Mir geht noch gut. Hier. Komm mal her. Dich lasse ich in Ruhe. Auf der Arbeit habe ich irgendwann mal diese Hintergrundgeräusche, die hier gerade laufen, auf Dauerschleife angemacht. Konnte mich da voll gut bei konzentrieren, das war irgendwie voll cool. Einfach die Atmosphäre mit dem Wind und den Vogelgeräuschen und den gelegentlichen Zombie-Stöhnen. Stöhnen. Das sieht auch cool aus immer noch. Ich mag die Einstellung hier. Die wunderschönen Türsequenzen, ja. Ich bin halt ein Freak, weiß ich nicht. Ich fand's halt entspannt. Oh, noch mehr Patronen. Ich muss noch direkt mal nachladen. Dieses Zombie-Modell kommt, glaube ich, in ganz vielen Resident Evil-Teilen vor. Diese Frau. Ja. Hier kann ich eventuell... Ne, ich glaube, die wird mich beißen. Oh oh. Jetzt soll ich langsam mal aufhören. Zu versuchen, allem auszuweichen. Ja, die spucken meistens, wenn man auf Treppen oder irgendwas Erhöhtem ist, wo sie einen nicht wirklich greifen können. Oh, da gehe ich mal einfach schnell weiter. Hier im Bus war auch noch einer. Ich glaube, da war einer auf dem Boden. Und hier müsste nochmal Munition liegen. Oh, jetzt haben wir aber gut Munition. Jetzt sollte ich mal einfach mehr abschießen. Wenn ich dann treffe. Los, los! Uff. Ah, da kommt noch einer. Schnell dran vorbei. Puh, das war gut. Kein Lebenszeichen. Ja, sieht doch so aus. Okay. Ach, Mann. Jetzt müssen wir gleich schon bei der Station sein.
Ich hatte mal einen Randomizer gespielt, wo die Gegner auch randomized wurden. Und da war hier alles voll mit den schlimmen Lickern. Diese starke Licker-Version. Das war kein Spaß. So. Ich weiß, ich habe gerade noch gesagt, ich muss jetzt nicht allen noch ausweichen, aber ich wusste noch, dass man das hier ganz gut machen kann. So, tschüss. Hier unten ist ja auch der Brad als Zombie. Ich glaube, wenn man schnell genug hier hinkommt, ist er hier. Oder wie war das? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, wenn man es in einer bestimmten Minutenzahl bis zur Polizeistation schafft, ist der hier unten. Den kann man dann abschießen. Der hält halt viel aus und der gibt einem dann, glaube ich, den Schlüssel, irgendeinen besonderen Schlüssel. Oh ja, Heilkraut, das ist schön. Ah, keine Items aufheben. Okay. Dann hing das mit der Zeit gar nicht zusammen oder war es beides? Keine Items aufheben und schnell sein, ich weiß nicht mehr. Da sind ja welche. Ich dachte irgendwie, hier sind gar keine. Ich meine, das war der Schlüssel zum Klamottenschrank, kann das sein? Oder war das nochmal ein anderer Schlüssel? Schon lange her. Es gab jedenfalls in einem Speicherraum so einen Klamottenschrank. Oh, dieses Lied. Ich mag die Atmosphäre hier so sehr. So, die Türen müssten erstmal noch zu sein. Elektronisch verschlossen, genau. Dieses Klavier ist toll. Ein alter Brunnen, da steht geschrieben, um den Schlüssel zu bekommen, der dein Herz öffnet, warte ich auf das wunderschöne Einhorn. Aha. Und hier war auch noch eine Tür. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen, dass man das Layout schon mal ein bisschen versteht. Das ist die, wo man im Remake als erstes hingeht. Da war an der Stelle dann nicht eine Tür, sondern so ein Shutter, irgendwas, so ein Tor, so ein Rollladen, so ein Ding halt, so eine Barrikade. Noch mehr Munition. Hier müsste ich auch speichern können, ja. Zwei Stück nur. Wollen Sie den Computer benutzen? Bringt mir jetzt noch nichts, aber ich kann es schon mal zeigen. Door Lock Service. Hall Side Door is locked. Doors can be unlocked by a card key. Den bekommen wir. Hier. Marvin! Hang in there. Are you the only officer left in the building? Who are you? Claire. Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill Barry. Every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. At the risk of their own lives. But no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Wenn's noch welche gibt. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. Da steht ja Jojo auf dem. But... Just go. Go.
Den Mauszeiger sieht man wieder, ne? Okay. Just hang in there. I'll be back soon. Da muss so viel Blut aus dem Magen kommen. Genau. Klick. Er schließt ab. So, kann man die. Gab es hier eigentlich in dem Teil ein. Oh ja, mit Select kann ich direkt die Karte aufmachen, dachte ich. Nee, Select bringt mich dahin. Okay, dann muss ich die Karte wohl hier rüber aufmachen. Also, na, hier sind wir reingekommen. Da war zu, da war zu. Da war Marvin. Und in Marvins Zimmer gab es noch eine andere Tür. Das ist dann, glaube ich, die, über die man später da reinkommt, um hier wieder aufzumachen. Ansonsten gibt es hier keine Türen. Und auch keine Treppe nach oben, wie im Remake. Aber innerhalb von 3 Sekunden die Tür abgeschlossen, jetzt wo du sagst. So, ich mache mal die elektronischen Türen jetzt hier auf und dann speichere ich einmal. Da haben wir ja einiges schon mal erreicht. Blaue Karte benutzen, ja. Oh, die ist sogar verbraucht worden, die Karte. Cool. Claire A. Halle. Gut. Man hat ja jetzt im Grunde 2 Türen zur Auswahl. Wenn man allerdings die hier oben nimmt, die nach da führt, sieht man ziemlich schnell, dass es keine so gute Idee ist. Da ist nämlich alles voll mit Zombies in dem Flur. Man geht also besser erstmal hier lang. Im Remake ist hier auch gar keine Tür, da ist einfach so ein Ding zum Hochmachen. Your mom's lame. Hey, Florian. Ah, so you're here. The Resident Evil 2 Speedrun Master. Polizeimemorandum, 23.08.1998. Zur Information an alle, während des Umbaus des Reviers mussten leider einige vertraute Einrichtungen etwas umarrangiert werden. Der Safe mit dem 4-stelligen Sicherheitscode-Schloss wurde den Stars... wurde ins Stars-Büro im 1. Stock... Aus dem... Irgendwie fehlt da was. Der Safe mit dem 4-stelligen Sicherheitscode-Schloss... Wahrscheinlich aus dem Stars-Büro im 1. Stock in das östliche Büro im Erdgeschoss gebracht. 2236. Kommunikationsabteilung des Polizeireviers Raccoon City. Farbband machen wir dahin. Ah ne, das Messer machen wir dahin, das Farbband dahin. Die würde ich vielleicht noch gar nicht... mitnehmen. Ich meine, wir haben ja das reicht erstmal. Da kommt gleich ein Licker, aber den würde ich, glaube ich, einfach vorerst in Ruhe lassen. Bin mir doch gar nicht so sicher, wofür ich die Armbrust am besten benutze. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht mehr, ob Claire auch eine Shotgun bekommt oder nicht. Die Schublade ist verschlossen. Ja, ich habe... Sie hat ja einen Dietrich. Da hört sie kein Feuerzeug. Hier oben gibt es ja so ein Hallo? Da gibt es ein Spezialitem. Bei Chris ist... bei Leon ist das ein Feuerzeug und bei Claire ist es ein Dietrich. Ja, da ist er schon. Schöne Perspektive. Hallo? Hallo? Ich glaube, man konnte auch manchmal in die Kamera schießen. Jetzt nicht geklappt. Da bei den Fenstern hat es sich damals zerrissen. Hi. Sein Kopf fehlt. Er scheint abgedreht worden zu sein. Ist ja ganz schön abgedreht. Ha. Und er hat natürlich auch nochmal Patronen. Wow, haben wir schon viele Patronen. Hier ist abgeschlossen und dann im Schlüsselloch sein Peak eingraviert. Wird das hier inzwischen auch auf der Karte markiert?
Sehe ich jetzt natürlich nicht, weil mein Pfeil da ist. Und bisher nicht. Vielleicht erst, wenn ich die richtige Karte finde. Genau. Hier würde ich mal weglaufen. Hoffentlich trifft er mich nicht zu sehr. Okay, das war schon mal gut. Schnell das grüne Kraut nehmen. Ja, fuck. Genau, ich wollte Nein auswählen. Oh mein Gott. Na, das war jetzt natürlich nicht so gut. Shit. Ass. Already dead. Ah, so muss das. Aber ich weigere mich, den abzuschießen. Es hätte auch super funktioniert, wenn ich nicht bei dem Kraut einsammeln Nein gewählt hätte. Dann hätte es super funktioniert. Dann lasse ich das erstmal da liegen. Wo habe ich denn das Heilspray gerade gefunden? Das war... Ach, das war in der Schublade. Ich brauche das grüne Kraut jetzt auch nicht unbedingt. Renn einfach direkt weiter. Okay. Ach ja, hier. So. Hallöchen. Ich frage mich gerade, wo man die Karte eigentlich bekommt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, als man noch keine Checkpoints und Autosaves hatte. Ich weigere mich jetzt auch, hier Autosaves zu benutzen, weil ich finde, dann ist halt die ganze Spannung irgendwie weg. Kommt halt immer darauf an, wie man es gerade spielen möchte. Wenn man jetzt einfach nur mal gemütlich das Spiel von vorne bis hinten erleben möchte, kann man natürlich auch gerne Autosaves benutzen, aber hier für den Stream finde ich das nicht so passend. Sollte ja schon noch ein bisschen Spannung hier dabei sein. Tschüss. So hätte ich es gleich machen sollen. Ich war zu gierig, ich wollte unbedingt dieses Kraut haben. Ed von Schleck, genau. Oh, dieses Lied ist auch cool. Ich finde die Musik im zweiten Teil halt auch einfach richtig schön atmosphärisch gemacht. Wir werden direkt wieder Erinnerungen wach an die Abende, die ich da hatte. Oh, hallo. Ist den Anfang verpasst. Leere Cola-Dosen und Abfall, sonst nichts. Aha. Ah, hier bräuchte ich das Feuerzeug, das habe ich ja noch gar nicht. Sieht aus wie eine Einsatzkarte. Das habe ich ja nur mit, hätte ich das Feuerzeug. Mit ihr habe ich das noch nicht. Aber das ist halt das Interessante, warum ich jetzt mit Claire spiele. Weil ich da einige Sachen noch nicht genau weiß, wie das bei ihr nochmal ging. Ich stream vom Wohnzimmer aus. Sieht aus, als hätte es hier vor kurzem einen Unfall gegeben. Oh, da ist was. Einsatzbericht 1. Den findet man, glaube ich, auch im Remake von Dingsbums Ford. 26. September. Das Polizeirevier Raccoon City wurde unerwartet von Zombies angegriffen. Viele wurden verwundet, noch mehr wurden getötet. Während des Überfalls wurde unsere gesamte Kommunikationsausrüstung zerstört. Wir haben keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Wir haben einen Einsatz beschlossen, der nicht nur eventuelle Überlebende in Sicherheit bringen, sondern auch verhindern soll, dass sich diese Plage weiter über die Grenzen von Raccoon City weg ausbreitet. Die Einzelheiten des Einsatzes lauten wie folgt. Sicherheit von Waffen und Munition. Polizeichef Irons hat sich besorgt zum Thema Terrorismus geäußert.
Besonders im Hinblick auf einige ungeklärte Zwischenfälle in der jüngsten Zeit. Noch am Tag vor dem Angriff der Zombies gab er Anweisungen, alle Waffen auf versteckte Punkte. Versteckte Punkten? Wieder komisch. Alle Waffen an versteckten Punkten. Auf versteckte Punkte im Gebäude zu verteilen. Hat irgendwie keiner Korrektur gelesen. Als kurzfristige Maßnahme, um ihre Erbeutung durch Unbefugte zu verhindern. Unglücklicherweise hat es diese Entscheidung für uns sehr schwer gemacht, alle Munitionsdepots wiederzufinden und zu nutzen. Diese Verstecke zu finden hat für uns die höchste Dringlichkeitsstufe. Das Schloss an der Waffenkammer. Wie schon erwähnt, wird es für uns sehr schwierig, die ganze Munition wiederzufinden. Zwar befindet sich immer noch ein Großteil in der unterirdischen Waffenkammer, im Keller ist die, aber der Beamte, der die Schließkarte für das Sicherheitsschloss in seiner Obhut hatte, ist seit dem Angriff bedauerlicherweise verschwunden. Wir haben also keinen Schlüssel. Außerdem ging während der Kämpfe einer der Sicherheitsunterbrecher für den elektrischen Strom kaputt und die elektronischen Schlösser in einigen Bereichen sind ausgefallen. Ja, das ist bestimmt das Passwort. Daher ist es jetzt auch unsere wichtigste Aufgabe, den Strom im E-Raum wieder einzuschalten, damit diese Schlösser wieder funktionieren. Bericht von David Ford. Oh, noch ein Einsatzbericht. 27. September, was war das andere? 26, oder? Ja, 26. Also einen Tag später. Genau, Passwort einfach. 13 Uhr Ortszeit. Sie haben die Barrikade im Westen durchbrochen und es kam zu einem weiteren Zusammenstoß. Wir haben die Verwundeten im Depot für konfiszierte Güter im Erdgeschoss zeitweise in Sicherheit bringen können. 12 weitere Personen wurden bei den Kämpfen verwundet. Bericht von David Ford. Zusatzbericht. 3 weitere Beamte wurden getötet, als plötzlich ein weiteres, bislang nicht identifiziertes Wesen auftauchte. Seine Kennzeichen sind fehlende Hautfetzen und rasiermesserscharfe Klauen. Am hervorstechendsten aber ist seine lanzenartige Zunge, mit der es sogar den Brustkorb eines Menschen blitzschnell durchbohren kann. Anzahl und Aufenthaltsort dieser Kreaturen sind noch unbekannt. Wir haben sie vorläufig Lecker getauft. Ist ein bisschen komisch, das jetzt Lecker zu sehen. Und sind mit lanzenartig. Ja, lanzenartig. Und sind derzeit dabei, wirksame Gegenmaßnahmen zur Verteidigung gegen diese neue Form der Bedrohung zu finden. Ich schlage vor, weglaufen. Das klingt wie eine wirksame Maßnahme. So, hier hinten. Genau, hier bräuchte ich das Feuerzeug. Ein Kamin, darüber hängt ein Ölgemälde. Der Titel lautet Ein Opfer an das Höllenfeuer. Wunderschön. Gibt es hier noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mir früher mal eingebildet, dass es hier was gab und seitdem renne ich jedes Mal hier hin und denke, hier gibt's was. Gehen wir zurück auf den grünen Flur.